Woher weißt du, wer die Fotos? Zum Ende kann man ja sagen, wo. Mann, ich bin mit dem Leben wieder gefangen, immer Rücksicht nehmen. Das liegt ja bestimmt in der Tür. Thank you.
Genau, vielen Dank für den spontanen Applaus hier. Es schüttelt mich von der Bühne. So, ja, sie glänzen alle, sie sind so fröhlich und glücklich. Ich weiß, es ist Sommerferien noch, ne? Ja? Ja, 6 Wochen lang, 24 Stunden ihre Kinder zu Hause. Was gibt's denn Schöneres, ne? Deswegen sehen sie alle so glücklich aus. So, ich bin natürlich nicht allein. Ich habe noch Kollegen, die mir helfen werden. Und zwar einmal der Lech, der Michael und der Harley. Ich selber bin der Robin und wir vier, wir wollen Ihnen so ein bisschen was von unseren Vögeln zeigen. Handelt sich hauptsächlich um Greifvögel. Tun Sie mir also bitte den Gefallen, bleiben Sie sitzen. Das macht die Arbeit für uns auch einfacher. Und nicht nachher, dass wieder ein fragendes Elternpaar nach oben guckt und sagt, ist das meiner, der da oben mitmacht, ne? Ja, also, zu dir zu kommen. Sie ist auf dem Weg zu dir und Achtung! Jawohl, da hast du deine Heule. Super, genau, klatschen Sie mal, das macht sie gut. Noch ist sie nicht weggelaufen. So, jetzt darfst du sie auch gerne mal streicheln, wenn du möchtest. Kannst du sie einfach mal über den Kopf fassen. Und, wie fühlt sie sich an? Schön, sag mal was anderes. Wie fühlt sie sich noch an? Weich. Ja, danke schön. Genau, so steht es auch im Drehbuch. Perfekt. Ja, ist natürlich wichtig für so eine Eule, so ein weiches Gefieder. Ne? Die steht normalerweise, ist sie ja nachts am Jagen, der nachts jagt. Er braucht diesen lautlosen Flug. Das heißt, dass diese Jungs hier aus Nordamerika, deswegen haben sie sich ihren Namen auch verdient. Das ist also wirklich ganz was Einzigartiges. Die jagen nämlich auch wirklich in der Gruppe. Im Familienverband meistens vergleichen kann man sie bei der Jagd zum Beispiel mit Wölfen. Wölfen kennen wir alle. Ne? Das ist ein Säugetier, das auch jagen geht, auch im Rudel. Und diese Jungs, die machen das genauso. Andere Säugetiere aufscheucht, im Busch zum Beispiel. Und sobald dort sich unten irgendwas getan hat, sind die anderen oben im Baum natürlich schon sofort da. Und dann schießen sie alle zusammen auf die Beute. Ne? Die jagen also wirklich in der Gruppe. Es gibt immer eine richtige... Und noch lächelt der junge Mann auch noch, ne? Ja, mehr oder weniger. Einfach stehen bleiben. Ja, wir versuchen das immer mal wieder, dass mal ein oder andere landet. Ich verspreche Ihnen jetzt schon eins, oder ich kann Ihnen jetzt schon verraten, das macht nur einer von den drei Vögeln. Die anderen, die haben noch so ein bisschen Angst vor dem grünen Teil. Die haben das noch nicht ganz verstanden. Okay? Die Nummer ist noch recht neu dieses Jahr. Deswegen wollen wir noch mal gucken, ob einer auf dem Kaktus landen möchte. So, wie sieht's aus? Jungs, ihr dürft auf den Kaktus. Wir haben einen mutigen Kandidaten da vorne. Jawohl, das sieht gut aus. Der erste ist schon wieder auf dem Weg. Achtung. Jawohl. Super, das sieht gut aus. Ja. Achtung, Laternenfall. So, Nummer 2 ist auch schon da. Und Nummer 3 sitzt noch oben im Baum, denkt sich, lass die anderen mal machen. So, der letzte Boxer kommt jetzt hier runtergeschossen. Junge, sieh zu. Der Hase lebt noch. Ja, der dritte denkt sich, ach, lass die anderen mal machen. So, jetzt kommt er auch nochmal runtergeschossen. Und auf den Hasen, Junge. Okay, ich würde sagen, ein letzter Versuch. Auf den Hasen. Und der Hase ist erledigt. Und im Drehbuch steht Applaus, mehr kann ich nicht machen. Hugo kommt jetzt schon mal hier vorne angeflitzt. Genau. Klatschen Sie schon mal. Noch ist er noch nicht da, aber vielleicht kommt er. Super. So, Hugo. Ein waschechter Hornrabe. Was ich mit diesem Vogel zeigen möchte, ganz was Spannendes, denn dieser Vogel, der läuft auf Zehenspitzen. Passen Sie mal auf, ich mache mal so einen Spurt von links nach rechts. Ja, der Vogel läuft tatsächlich auf Zehenspitzen, wenn Sie sich den mal angucken. Das macht auch kein anderer Vogel, aber der weiß natürlich, dort wo er vorkommt, im Sudan, da ist es richtig heiß in Afrika, ne? Der Boden, da verbrennt man sich die Mauken. Deswegen rennt der einfach. Der Hugo fliegt und fliegt und fliegt. Genau, Michael auch. Und tschüss. Gut, wer hier ist? Könnte sein, dass er jeden Moment wieder abhaut. Nein, er ist jetzt schon mal da. Zu diesem Vogel gibt es, wie gesagt, eine wirkliche Geschichte. Denn dieser Vogel ist mittlerweile über 15 Jahre alt. Das heißt, der ist erst seit 1,5 Jahren hier bei uns im Vogelpark. Der kommt vorher aus einem kleinen spanischen Zoo. Der ist beschlagnahmt gewesen. Das heißt, er saß über 10 Jahre lang in einer ganz kleinen Hintereingang durch den Popo, wie Sie gerade sehen. Ja? Denn der Vogel weiß natürlich ganz genau, hier hinten drin, in dem Magen, da sind die ganzen wichtigen Mineralien, Vitamine, all das, was das Tier vorher gefressen hat. Ne? Das haut man sich dann als erstes rein. Die gesunde Mahlzeit quasi, das ist ja bei uns Menschen ausgase quasi gar nichts. Das heißt, wir müssen uns den höchsten Punkt bei uns im Weltvogelpark suchen. Und das ist jetzt traurigerweise das Ende der Wiese. Kennst du diesen riesen Berg da? Ja, traurig, ich weiß. Höher geht's hier nicht, aber von da werden wir sie gleich nochmal fliegen lassen. Die ist jetzt 12 Jahre alt, dieser Vogel, in der vollen Geschlechtsreife. Die kennt die Nummer in- und auswendig. Gestern ist sie den ganzen Weg zurückgelaufen. Ja, auch schon vorgekommen. Aber wir wollen mal gucken, ob sie heute Lust hat zu fliegen. Dazu wird der Michael sie dort hochführen. Und wenn sie gleich in Position ist, dann können wir sie nochmal am Fliegen sehen. Erwarten Sie keine Höhenflüge, halten Sie die Kamera schön flach, ja? Die fliegt schön knapp über der Grasnarbe, ja? So, ich würde sagen, Luzi, heute fliegen! Jawohl, das sieht gut aus. Und jetzt fliegt der Kondor. Und er steigt und steigt. Auf schwindelerregende Höhen von 1000 Millimetern und Landung, jawohl. Ja, Riesenvögel, da sind sie schon. Riesenvögel dabei haben, ja. Das sind sie, unsere südamerikanischen Sonnensittiche, ja. Das ist einfach mal so ein kleines Beispiel eines Schwarmvogels. Ja, Sie sehen jetzt hier, es 5 Vögel, es ist ein recht kleiner Schwarm. Aber irgendein Grund kommt noch eine Gruppe Kronkraniche dazu. Schauen Sie mal auf die Wiese, die sich jetzt im Luftraum verteilen werden. Genau, das sieht gut aus. Tschüss Jungs, bis zum nächsten Jahr. Nein, die bleiben natürlich hier. Aber wenn die Kraniche losfliegen, dann locken sie natürlich auch andere Vögel an, die Papageien, kennen Sie auch. Aus dem Norden und aus dem Süden kommen sie dazu und der hellrote Adler.
Rosa Kakadus, Gelbhorn Kakadus und. All die verteilen sich jetzt hier bei uns im Luftraum. Ja, und mit diesem schönen Schluss bevor wir uns auch erstmal von Ihnen verabschieden. Das war's erstmal für heute Morgen. Ich hoffe, Sie haben so ein bisschen Spaß gehabt und ein bisschen was mitgenommen. Und er erleichtert sich gerade um 10 Gramm. Jetzt darfst du nochmal fliegen. Genau. Dankeschön. Sehen? Der hat das richtig gut drauf. Der kann das. Der ist ein perfekter Flieger. Der Leguan aus Südamerika sieht ein Dino aber verdammt ähnlich. Ne? Dinos und Reptilien sind halt auch nahe Verwandte. Ja, jetzt werden Sie jetzt Holstein. Das soll ein Dino sein. Wenn man an damals zurückdenkt, was hat man da? Den Tyrannosaurus mit über 13, 14 Meter Höhe. Oder den Flugsaurier. Den Flugsaurier, vielleicht denken Sie, da hat das Fliegen begonnen. Schauen wir uns den mal an. Auf unserem Einspieler haben wir ihn auch mit dabei. Und Sie werden mir sofort recht geben, wenn er jetzt drüber flattert. Der sieht eher aus wie ein riesengroßer Batman, ne? Also wie eine riesige XXL-Fledermaus. Und nicht wie Hallen. Die hat er übrigens immer noch, mit dem er mir gerade den Arm zerkratzt. Und damit haben die sich damals in die Bäume hochgezogen. Ganz weit nach oben, in diese Uralriesen, auf über 90 Metern. Und von dort oben aus ging das los mit den allerersten Flugversuchen. Ja, es kam der Feind an. Was haben sie gemacht? Ganz einfach. Sie haben Anlauf genommen und sind aus dem Baum herausgesprungen. Keine Angst, ich werfe ihn nicht los, denn er kann nicht fliegen. Und die ersten Flugversuche sahen ungefähr genauso aus. Sturzflüge, Bauchklatscher, die fliegen rein gar nichts zu tun. Ja, das war vielleicht der erste Flugversuch vor vielen Millionen Jahren. Schmeißt was nach. Für die hinteren Reihen, ganz wichtig, schauen Sie mal, eine Plastikachsel brauchen Sie nicht den Tierschutz anrufen, können Sie das Handy wieder wegstecken. Ja, damit wäre das schon mal geklärt. Und aus diesem erbärmlichen Sturzflug, später war das gleich von der Evolution stark benachteiligt worden, geistig wie körperlich, da ist noch weit Luft nach oben, ne, deswegen ist Hartmann Funk mit dabei. Auch er ist aus dem Ei geschlüpft, das können wir uns auch mal kurz anschauen, gucken Sie mal mit. Ja, und dann werden Sie sofort feststellen, das Ganze findet jetzt im Zeitraffer statt, unheimlich schnell. Junge, hör auf mit dem Grübeln. Hallo, Herr Danara, das mit dem Grübeln hatten wir schon. Du musst jetzt über den Regenwald fliegen. Mit viel Fantasie stellt sich das jetzt mal vor. Wenn er aufgehört hat nachzudenken, wird er losfliegen. Über den Regenwald. Und dann kann ich Ihnen die Tarnfarbe erklären. Hallo, einmal fliegen. Flieg über den Regenwald. Öffne deine Schwingen. Alle beide, genau. Und er fliegt los. Er hat Startschwierigkeiten. Ich hole gleich das Startkabel, dann kriegst du einen Schock und dann fliegst du weiter. Und er fliegt tatsächlich. Hör mal, diskutier nicht, fliege. Einmal beide auf. Dankeschön, siehste. Und flieg weiter. Und über ihm wird jetzt die Harpie kreisen. Die Harpie guckt nach unten. Und was sieht sie nicht? Dieses dunkle Blau zum dunklen Waldvogel. Das ist die ideale Traum für den Gelbbrustara. Und Gelbbrustara hat natürlich auch eine gelbe Brust. Und wollen wir jetzt einmal zeigen, wenn du fliegst. Wenn du fliegst, genau. Und da erkennt man sofort dieses helle Gelb unter seinen Flügeln, die du jetzt zeigen möchtest. Genau. Das ist die Tarnfarbe gegen zum Beispiel den Jaguar, die Raubkatze. Die Raubkatze rennt auf ihn zu, guckt nach oben, oh, da könnte ja was sein. Aber gegen das helle Gelb zum hellen Sonnenlicht sieht man natürlich nichts. Und weil es dann so schön ist, fliegst du noch einmal weiter. Du getarnter Papagei. Genau, dankeschön. Siehste. Na, Oskar. Halle, wo ist Oskar? Warte, ich guck mal kurz in die Klappe. Ist er irgendwo da? Nein, er ist nicht zu sehen. Aber das ist hier wie ein riesen Adventskalender. Vielleicht kennt ihr es. Einmal zumachen und dann gucken wir, ob wir in der nächsten Klappe was haben. Nein, in der nächsten Klappe ist er auch nicht. Ich versuche das Ganze nochmal. Wird er diesmal da sein? Oskar, genau, da ist er. Und jetzt komm mal nach draußen. Die Leute haben dich schon sehnsüchtig erwartet. Das, was Huck vermasselt hat, musst du jetzt wieder gut machen. Was Huck vermasselt hat, musst du wieder gut machen. Ich fass es nicht! Mensch, Junge, und wenn ich dich hier rausziehe? Komm mal her. Zack. Und da beißt er zu und ich habe ihn. Jawohl, da kommt er mit raus. Das ist unser Oskar.
kann auch gerne mit einem Applaus begrüßt werden. Alle in die Türe. Geht man erstmal aus. Alles, was er nicht gebraucht hat, muss weg. Genau, alles wird rausgeholt. Eins nach dem anderen. Ja, wir haben da Plastik, Papierdosen, alles muss raus. Oskar, mach mal richtig Chaos hier. Das wird richtig gemacht. Genau, und er lässt es sich gut gehen. Sieben Schätze für den Kerl. So kann man sich das vorstellen. Doch, wenn er dann fertig ist und hat sich richtig gut gehen lassen, macht er noch mehr Chaos, weil er Spaß hat. Er hat Spaß, die Neuseeländer zu ärgern. Genau, jeden Tag aufs Neue. Und dann musst du flüchten. Bitte zu mir, hier hin, genau. Ja, kick den Rest auch noch runter. Zack, und jetzt haust du ab. Denn am nächsten Morgen kommt natürlich die Müllabfuhr. Was wird die Müllabfuhr machen? Ganz einfach. Warum wirft man die weg? Da gibt es Pfand für. Deswegen sammeln wir Pfand für den Umweltschutz. So, und dann wünsche ich dir viel Spaß, Harley. Vergiss es. Der Vogel will mit mir nicht arbeiten. Das sehe ich jetzt schon. Und dann musst du mit diesem Vogel jetzt einräumen. Und zwar den Müll. Gemeinsam. Zack. Und der Harley macht ihm das vor. Und diesmal, wie gestern, du musst aber richtig euphorisiert sein, so heißt der Satz. Genau, und er sortiert den Müll. Er fängt mit Papier an, zur grünen Tonne, genau. Und Harley zeigt dir das noch einmal. Und es geht weiter, noch ein bisschen Papier. Und lass ihn mal alleine, vielleicht kriegt er das hin. Und zack, ein bisschen Plastik, wo geht es hin? Harley gibt den Hinweis, genau, zur grünen Buch. Und jetzt haben wir noch eine Dose mit dabei. Dosen nach vorne, 25 Cent hast du schon mal. Zack, noch eine Dose, auch nach vorne. Das hast du auch schon hinbekommen. Noch ein bisschen Papier, nein, Plastik. Zack, zum grünen Punkt. Der Umwelttourist, der geht ja bei uns. Und es geht weiter. Noch ein bisschen Plastik. Jetzt hast du noch zwei Dosen. Eine kommt nach vorne, war es das schon? Jawohl, dann hat er es geschafft. Harley, wo ist es? Hinter den Kulissen. Hol es dir schnell. Und der Vogel nutzt natürlich die Gunst der Sekunde. Und weil er heute so ein gutes Vorbild für die Kinder ist, klaut er den Schlüssel. Genau, komm zu mir. Dankeschön, das hast du gut gemacht. Und jetzt kommt der Neuseeländer wieder. Und der Vogel ist weg, natürlich. Und dann wird er sich schlafen legen. Hat keine Lust mehr. Vielleicht auch in die Mittagspause. Und dann kommt die Kunst, zerstört er das Schloss. Genau. Öffnet den Riegel, nutzt die Gunst der Sekunde. Und flüchte in die freie Wildbahn. Du bist einfach nicht zu bändigen. Danke, Oskar, das hast du heute gut gemacht. Spannweite, Länge, Gewicht. Alles das wollen wir toppen. Wir fangen mit der Spannweite an. Heute Morgen haben wir die Luzi im Programm mit 3 Meter Spannweite. Die musst du zuerst toppen. 3 Meter Spannweite. Öffne deine Schwingen. 3 Meter. Was ist das denn? Kannst du nicht noch ein bisschen? Kommt schon die 50er-Marke. Nee, keine Chance, das kann natürlich auch da keine Chance auf diesen Rekord mit sich umrühren lassen, damit sie nicht hinkommt. Aber okay, auch wenn es kein Rekordjäger ist, beziehungsweise ein erfolgreicher Rekordjäger, dann muss man sagen, es ist ein Papagei. Und vielleicht kennt man es aus dem eigenen Wohnzimmer, mal Papageien verblüffen einen jeden Tag mit ihrer Intelligenz. Kakadus und allgemein Papageien sind sogenannte Höhlenbrüter. Das heißt, die suchen sich eine Baumhöhle aus und legen dort ihre Eier rein. Nicht wie in so einem offenen Nest, das wäre so von allen Seiten angreifbar. Das ist schon mal eine schlaue Geschichte. Dann sucht man sich einen Partner fürs Leben. Lebend lang den gleichen Partner. Ob das schlau ist, das überlasse ich dem Vogel. Heute spiele ich mal den Partner von CT. Und dann werden wir beide mal uns auf den weiten Weg zu unserer Baumhöhle machen. Genau, da vorne ist sie mit dabei. Komm mal nach vorne, CT. Du musst heute zeigen, dass du schlau bist. In deiner Baumhöhle. Da bist du rein. Da bist du eingezogen. Genau, und die macht sich auf den Weg. Und die gelbe Haube ist immer mit dabei. Es könnte ja der Feind in der Nähe wohnen. Aber außer Spinnen und Kellerasseln und Kakerlaken ist da nichts drin. Einmal hier rein hier. Sidney, zieh ein. Komm, ich helfe mal nach. Zieh mal ein hier. Genau, sie hat fast geschafft. Die Eier drücken schon. So, jetzt kommt es zur erfolgreichen Paarung. Die werden wir definitiv überspringen. Dann kommst du jetzt hier rein. Hörst die Eier. Sidney, schrei mal. Und zwar so und nicht anders. Und schrei. Sidney, nicht hinken, schreien. Ah, okay, sie nickt sich schon mal warm. Schrei, Sidney, wärme deine Stimmbänder auf, die du sowieso nicht hast. Schrei! Da unten ist der Feind und schrei ihn in die Flucht. Sidney, schrei! Genau! Es ist ein taubstummer Kakadu, es geht gleich los. Schrei, Sidney! Schreien! Schrei, Sidney! Sidney, schreien! Jetzt! Dich hört keiner! Und lass das Winseln sein! Nicht winseln, schreien! Das hörst du wieder! Mensch, vielleicht hilft dir Elvis! Er schläft immer noch. Schrei lauter, schrei ihn wach! Mensch, verpasst allen Tinnitus! Lass meine Eier in Ruhe! Also die in der Höhle. Schrei nochmal! Und ein letztes Mal, dann hat der Feind keine Lust mehr! Genau, das... Ich mag dich.
Hast du die Tasche vielleicht weggeschmissen, die du abgebaut hast? Ja. Warum ist die? Die war noch nie mal benutzt, ey. Doch, ich hab reingekotzt. Wo sind wir jetzt lang? Na, rund wäre hier, ne? Das ist ein Rothals. Das ist ein Rothals ganz klar. Mhm. Das ist ein Auto geladen worden. Das war gut, ja. Geh mal rüber. Das ist super. 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 Das Und wir haben Citypark und Heidepark haben wir noch eine andere Tüte. Siehst du mal? Oh,
Wasser bin ich immer krank, ne? Nein, ja. Ja. Sommer ist immer noch da, wunderbar. Und natürlich bin ich alleine, ich habe noch Unterstützung dabei. Den Michael, den Robin, den Harley. Ich selber, ich bin der Lech und wir haben uns so einige. Das große Glück? Ja, du. Du kannst uns einmal erzählen, wie so ein Pelikan von innen aussieht, ja? Einfach mal den Kopf reinstecken, bis dunkel wird. Auf geht's. Aber gemütlich und langsam. Und deswegen gehen sie auch in der Gruppe zur Jagd. Ja, dann gemeinsam kannst du das Körpergewicht. Und er darf natürlich auch mit Applaus begrüßt werden. Der ist jetzt da. Das ist fertig. Er muss arbeiten, er muss ackern für seine Kohle, so wie wir ja auch. Und er kommt immer wieder an, in der Blauweise müde. Von links nach rechts, in den Unterzahlen immer wieder in Richtung Blauweise. So, die Blauweise wird mal aufgeben, denn sie schwächelt schon. Ich sehe das schon im Gesicht von Robin. Er kann nicht mehr. Und er hat die laute Luft auf, denn dann wird der Wanderfalke jetzt zuschlagen. Und mit seiner Beute. Tür auf Schritt und Tritt und behält sie mit dem Auge. Aber was wird passieren, wenn Beute auftaucht? Die Sekretäre jagen gerne Schlangen. Deswegen habe ich sie mit dabei, die seltene und vom Aussterben bedrohte weißrote Souvenirshop-Schlange. Und wenn diese Schlange jetzt ihr Versteck verlässt, in aller Ruhe, und unser Socke immer noch mit dem Michael beschäftigt ist, den er natürlich im Auge behält, hat ein weiterer Sekretär die Initiative ergriffen. Da kommt Boots. Und jetzt geht's los. Die Schlange versucht zu entkommen. Und Boots gleich hinterher und tritt drauf. Bitte, tretet. Jawohl, die Schlange bekommt Aua, Aua, Aua. Immer welche vor dir übel. Versucht zu fliehen. Und wir setzen sofort an zum finalen Todessitz. Die ist schon kaputt. Hause um. Hause um. Drauf, genau. Danke. Und dann ist die Schlange tot. Aber sowas von. Hey, sie ist tot, entspann dich. Okay. Der Sekretär hat Beute erlegt. Wunderbar. Und wie? Keine Angst, es wird nicht zu Paarung kommen. Entspann dich. Okay? Aber ehrlich gesagt ist mir das auch viel lieber. Als wenn ich... Ja, nein, es gibt keine Paarung. Weißt du, das ist unser Winterlieb. Mensch, das ist doch gut. So, unser Winterlieb fliegt schon mal vorne weg. Vladimir braucht immer so ein bisschen länger, ist der Friedenszünder, aber er ist mit von der Partie. Vor sich haben als Hindernis, so wie jetzt gerade. Achtung. Außen rumfliegen, vergeuden dadurch wertvolle Kraft und wertvolle Energie, die du auf der Nahrungssuche natürlich dann noch gebrauchen kannst. Der Sperrmageier ist ein bisschen pfiffiger und hat diesen Trick von der Evolution mitbekommen. So. Oder nicht, Stella? Ja, machen Sie mal, der hat er sich verdient. Und er wird da ein paar Tage rumliegen, das ist ja auch klar. Die Sonne wird die ganze Zeit draufkrachen und irgendwann wird dieser fette Meeressäuger anfangen zu stinken. Und das ist dann die Stärke des Kondors. Der Kondor sitzt auf 3.000-4.000 Meter Höhe, entspannt, relaxed, atmet tief ein und weiter. So sehen, denn da ist unser Macho. Macho geht in Startposition und kommt sofort hier runtergeschossen an die chilenische Küste. Und dann geht es los. In Kondormanier macht er sich über seinen Kadaver her. Er frisst sich satt. Genau, ab in die klaffenden Wunden. Da sind die klaffenden Wunden, Mann. So. Und dann wird gefuttert, was das Zeug hält. Und von dort oben aus werden wir es versuchen. Wir werden es probieren. Auch Abwespen. So. Wir werden es probieren, einen sagenhaften Flug hinzubekommen. Robin versteckt sich. Macho geht in Startposition. Er geht tief in sich und dann kann es losgehen. Macho gibt Gummi! Jawohl, Condor Airlines auf Landebahn 1. Er steigt und steigt auf schwindelerregende 1000 mm Höhe. Der Vogel kaum noch am Himmel zu erkennen. Ein kleiner Punkt, der immer näher kommt, immer größer wird und Landung. Da bist du noch. Gucken Sie genauer hin, vielleicht sehen Sie diese kleinen glatzköpfigen Kerle auch mal frei rumfliegen. Und ein Weißer hat sich auch noch dazwischen gemogelt. Das ist unser heiliger Ibis aus Afrika. Und jetzt kann ich Ihnen mal zeigen, was passiert wäre, wenn der...
nee. Falls du es wissen willst, über die ist auch noch einer. Wenn sie jetzt gehen, dann sind die traurig, ne? Ich ja. Ne, sie und er auch. Ja, stimmt. Ich würde ihn ja lieben. Ich glaube, dran. Wir können sie ab. Der ist noch
Drauf, Lukas. Weiter vor. Ja, jetzt mal gut machen. Ja. Guck mal. Da ein bisschen aufpassen. Wusste man nicht. Guck mal.